Filme haben ja oft so einen Verfallswert. Die meisten kann man sich ja irgendwie nach 5, 6 Jahren eigentlich nicht mehr angucken und dann denkt man, oh Gott, wie konnte ich das sowas jemals mal gut gefunden haben? Also ich bin gespannt. Ich komme nach der Vorstellung, gehe ich jetzt noch mal auf den heißen Stuhl und liefere mich dem Urteil des Publikums aus und bin irgendwie total gespannt, ob der noch trägt und wirkt. Und dann auch gerne, rede ich gerne auch noch über Hannelore Elsner, weil der ja dieser Tag gewidmet ist heute. Und sie ja auch den Film zu großen Teilen einfach bestimmt und ausmacht, ist sie der Film. Ja, und vielen Dank, dass tatsächlich so zahlreich Leute erschienen sind. Hätte ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht gedacht, aber freut mich sehr. Viel Spaß bei der Vorstellung. Eine Minute zur Erholung von diesem wunderbaren Film. She Brings the Rain klingt noch in meinem Ohr nach. Ich bin unglaublich froh, heute Abend Oskar Röhler hier begrüßen zu dürfen. Ich habe mir schon lange gewünscht, mal mit ihm hier zu sitzen und über seine Filme zu reden. Und wir reden tatsächlich heute über einen Film, der schon ziemlich alt ist. Und du hast es am Anfang gesagt, es ist ein Experiment. Wie lange hält sich so ein Film? Und ich habe so für mich entschieden, dieser Film kann gar nicht altern, weil er in so einer zeitlosen Ästhetik gedreht ist. War das eine Absicht, schon von Anfang an zu sagen, ich möchte nicht in der Zeit verhaftet sein, sondern ich möchte eine Figur darstellen? Ja, also ich denke, dass man ja in so verschiedenen Phasen seiner, ich glaube, jeder Mensch ist irgendwo bestechlich oder jeder Mensch denkt drüber nach oder wird erfolgsverwöhnt oder denkt an bestimmte Sachen. Und ich war, als ich die Unberührbare gedreht habe, quasi ja noch so ein Novum und ich war völlig unkorrumpierbar und habe den Film einfach ohne nachzudenken so gemacht, wie ich ihn einfach wollte. Also ohne nachzudenken, das klingt jetzt irgendwie so, als wäre das alles unglaublich spontan gewesen und ungeplant. Das kann ich mir nicht vorstellen. Nein, aber ich glaube, man ist ja beeinflusst von bestimmten Regisseuren. Und ich glaube, das war so eine, man hat ja das, sag ich mal so, wie ich es empfinde, man hat einen Zugang zum Weltkino und findet Regisseure interessant, die das Weltkino geprägt haben. Und vielleicht macht man dann irgendwann mal den Fehler und orientiert sich dann an der eigenen Karriere. Das kann einem dann auch passieren. Dann macht man nicht mehr solche Filme für eine Zeit. Und dann muss man wieder gucken, ob man irgendwo wieder dahin zurückkehrt. Aber diese ich glaube da einfach dran, dass das hat was mit bestimmten magischen Prozessen zu tun, das Filme machen. Da glaube ich ganz fest dran. Ich glaube, dass das gibt A, diese Linie, wenn ein Sohn einen Film über seine Mutter macht, ist das schon mal eine Sache. Das geht relativ tief, vor allen Dingen, wenn die sich irgendwann umgebracht hat und man unter dem Eindruck dann einen Film macht. Und das andere ist vielleicht auch dann unglücklicherweise die Wahl der Darsteller, weil ich habe die Hannelore selber mir gar nicht ausgesucht. Die kam zu mir, die ist von anderen gerufen worden und man hat mir dann gesagt, guck dir mal die Hannelore Elsner an, die ist ganz toll. Und hat dich das nicht so ein bisschen schockiert, dass sie denselben Namen trug wie deine Mutter? Ja, aber das war auch im Grunde irgendwie... Auch das ist so eine komische Sache, weil du dann irgendwo so denkst, Mensch, die heißt doch, ich weiß nicht, wie hat das zur Entscheidungsfindung beigetragen hat. Das hat eine Bedeutung auch gehabt dann irgendwie für mich. Ich kenne ja deine Mutter nicht, ich kenne sie nur von Bildern, aber die Bilder sehen sehr ähnlich aus wie Hannelore Elsner. Also da gibt es auch wirklich eine physische Ähnlichkeit.
Ja, das ist natürlich durch diese unglaublich starke Maske und durch diese unglaublich starke Ästhetik, die der Film eigentlich im Grunde vorgibt, auch bei der Figur, ist es natürlich, ist es auch dadurch natürlich bedingt. Also im wirklichen Leben oder so wie die Hannelore oft auch von anderen gesehen wurde, von anderen Regisseuren, hätte sich diese Ähnlichkeit erstmal nicht herstellen lassen. Aber sie hat natürlich auch, und das ist auch so eine Sache, wenn du so ein Gespür hast, die Hannelore hatte ein unglaublich gutes Gespür für, was ihr hilft für die Rolle. Also, und so Kleider sind ja nicht nur Prothesen, mit denen du dann dich da so behelfsmäßig, sondern du schlüpfst ja durch so Sachen wie diese Kostüme, die wir uns dann ausgesucht haben und so. Verwandelst du dich ja dieser Figur dann auch an. Das war ein ganz großer, was auch nicht so oft passiert. Ich habe mich man hat früher noch Muster gesehen, wie du sicher weißt. Man hat dann immer sich die Muster im Kino angeguckt, die waren ohne Ton. Du hast dann einfach nur auf das Bild geguckt. Und als ich das dann gesehen habe, dieser Schwarz-Weiß-Schock, den man irgendwo hat, dieser Schock, wo du so denkst, wie elementar schön das ist, für so ein Drama schwarz-weiß zu verwenden, der hat mich dann auch tatsächlich wirklich in den Film verliebt gemacht. Und ich glaube, das ist so eine Sache. Ich habe dann so 2-3 Mal Muster gesehen die ersten Tage, dann habe ich mich in den Film verliebt. Dann war ich natürlich wie so ein Liebhaber, der gibt sich dann natürlich, wenn er jetzt eine Frau kennenlernen will oder da was machen will, der gibt sich dann ganz, ganz viel besondere Mühe, um die zu erobern. Und so habe ich mir tatsächlich dann einfach meiner Meinung nach auch wahnsinnig viel Mühe gegeben, den Film zu erobern. Es gab andere Filme, wo man dann so denkt, gucken wir mal. Aber das war nicht so. Also das war. Du hast am Anfang gesagt, wenn ein Sohn über seine Mutter schreibt oder einen Film über seine Mutter macht, dann ist das was Besonderes, ganz sicher. Und ich empfinde das so ein bisschen so, dass, also nicht nur der Name, du machst aus Gisela Elsner Hannah Flanders, du hast dieses Schwarz-Weiß gewählt, um auch da so ein bisschen die Bildlichkeit der Wirklichkeit zu entrücken, die ja immer farbig ist. Also es musste so ein bisschen Distanzierung auch stattfinden, oder? Absolut. Also für mich hatte das, und das ist mir komischerweise erst im Nachhinein bewusst geworden, es gibt, was die ganze Agenda des Films angeht, meine Mutter hat tatsächlich, die hat sich, bevor sie sich umbrachte im Jahr 92, einen letzten Versuch gemacht von München, was ihr nicht mehr gefallen hat, wo sie so als skurrile Gestalt wahrgenommen wurde, der man so nachguckt auf der Straße und manche erkennen sie und sagen, oh, schau mal, was aus der geworden ist, das ist doch die Schriftstellerin da. Also um da irgendwo wegzukommen, hat sie den Versuch gemacht, nach Berlin zu gehen und hat mich da besucht. Und dann habe ich das nicht so richtig lang ertragen mit ihr, weil und ich konnte auch eigentlich die Schwäche von ihr, dass sie so hilflos ist, damit konnte ich in der Zeit in meiner Lebenssituation nicht so viel anfangen. Das hat sich mir dann ganz stark eingeprägt, dass sie, vielleicht hat das auch mit einem gewissen Schuldbewusstsein zu tun gehabt, dass sie nirgendwo in Berlin landen konnte und dann wieder zurück nach München musste und das war dann irgendwie ihr Ende. Und das Zeitgeschehen in das ist natürlich sehr, sehr im Nachhinein, wenn man es betrachtet, für mich hatte das gar nicht die Wichtigkeit. Aber vor dem Hintergrund dieser politischen Ereignisse so ein Drama zu machen, erfordert halt auch, dass man von diesen Ereignissen abstrahiert. Also dass man sie ist nicht so wie so eine Fernsehdokumentation den Zuschauern präsentiert, sondern dass man es, wie du gesagt hast, dass man es in so einen symbolischen Gehalt bringt. Und das ist mir bewusst geworden. Ich habe den Film vor 4 Wochen noch mal gesehen und hatte dann so das Erlebnis, dass ich tatsächlich so das Gefühl auch hatte, dass es so ein Zeitdokument geworden ist durch die Umstände. Ja, was natürlich nicht zufällig ist,
der Anfang ist ja der Originalton, Radio, Mauerfall, Wende. Also da ist so die große Zäsur der Bundesrepublik Deutschland. Und das zu verbinden mit so einem Schicksal, das ist natürlich ideal sozusagen. Ja, das ist absolut ideal. Weil das natürlich eine Figur war, wie sehr viele, die stellvertretend war, jetzt nicht nur in intellektuellen Kreisen, sondern auch in weiten Kreisen der Bevölkerung, die mit dem Zusammenbruch eines Lebensentwurfs eigentlich zu tun hatten. Und als der Film damals dann rauskam, das war ein kleines Wunder, weil niemand mit einem auch wie auch immer gearteten kommerziellen Erfolg gerechnet hat. Der kam 2000 in die Kinos. Hieß es dann noch, das weiß ich noch wie heute, das war der 30. April und das war der erste schöne und wirklich warme Tag seit 7 Monaten. Und dann haben die schon angerufen, haben gesagt, der Film ist tot, brauchst gar nicht mehr, die irgendwie. Und dann bin ich von mit dem Fahrrad die ganzen Kinos abgefahren und dann waren da wirklich Riesenschlangen vor den 4 oder 5 Kinos, wo der Film in Berlin, der ist ja nur mit 15 Kopien in Deutschland gestartet. Ich bin alle Kinos abgefahren und die Kinos waren Schlangen von Leuten. Das waren zu 80% Frauen. Das waren alles Frauen im Alter, sagen wir mal, zwischen 40 und 70, also keine ganz Jungen, die hat das nicht interessiert. Die waren alle ähnlich gekleidet wie meine Mutter, die hatten alle existenzialistische Sachen an, die waren alle mehr oder minder in Schwarz, die hatten keine Lust auf den Frühling und die haben mir irgendwo so den Erfolg für den Film, ehrlich gesagt, glaube ich, beschert. Also ich habe ja nur den einen Tag erlebt da, aber dann dachte ich, wow, das ist ja jetzt hier so ein Programm, was du gar nicht hättest dir so vor- oder ausdenken können, ne? Also der Film ist schon ein bisschen mehr als nur ein kleines Wunder, denn man muss sich einfach die Situation vor Augen führen. Einen Oskar Röhler kannte damals nur in eingeweihten Kreisen jemand. Hannelore Elsner hatte 12 Jahre keinen Kinofilm gemacht, war in Fernsehrollen verschwunden, hatte da die Mutter, die Geliebte, die was auch immer gespielt in mehr oder minder wertvollen Produktionen. Und dann kommt dabei ein Filmband in Gold raus, was nicht so oft verliehen wird und bis zu dem Zeitpunkt jahrelang nicht verliehen wurde. Hannelore Elsner wird direkt 2-mal als beste Hauptdarstellerin ausgezeichnet. Also man hat sozusagen wirklich hier so ein Produkt, wo man nicht mehr von Korruption reden kann, sondern das hat echt für sich gekämpft. Ja, die Erfahrung habe ich ja dann auch gemacht, aber die Leute sagen immer, das ist wäre mein größter Erfolg gewesen. Und wenn man es jetzt mal wirklich von der Seite betrachtet, ist es der größte Erfolg? Ich habe das dann später erlebt bei Elementarteilchen. Da wird unglaublich viel von diesen großen Firmen und Verleihern dann reingepumpt an Werbung, an diesen. Da werden die ganzen Kinos ausgebucht. Ist klar, dass du dann am Ende irgendwie mehr Zuschauer hast, aber das hat am Grunde keine Bedeutung, weil das ist halt so systemimmanent irgendwo, ne? Ich finde das ganz spannend, dass du ausgerechnet die beiden Filme vergleichst, weil ich finde, in deinem Werk zumindest sind das die größten Gegensätze, die Unberührbare und Elementarteilchen. Elementarteilchen mit einem riesen Star-Aufgebot, mit einem Autor Michel Houellebecq, mit einem Ruf, dieses Buch ist unverfilmbar und da geht da jemand dran und macht das einfach und macht das frech und witzig und so. Und die Unberührbare unheimlich intensiv, unheimlich persönlich und dann dein eigenes Leben. Was ist der Unterschied, wenn man sein eigenes Leben auf die Leinwand bringt oder eben die Geschichte eines Michel Houellebecq, der ja sowieso mit seinem eigenen Leben sehr ausbeuterisch umgeht? Na, das Verblüffende bei dem Houellebecq war ja, der ist der gleiche Jahrgang wie ich und der hat im Prinzip und gut, die meisten Leute mochten das Buch wahnsinnig gerne, aber der hatte natürlich frappierend ähnliche Agenda wie ich in der Kindheit und frühen Jugend. Also von der Mutter angefangen, die sich dann trennt, die dann so einen internationalen Jet-Set-Hippie und bei den Großeltern aufwachsen und all diese ganzen Sachen, die er da quasi beschreibt, das ganze soziokulturelle, was er so herrlich, fantastisch herausgehoben hat in seinem Buch, was auch auf die Bundesrepublik zutrifft, das habe ich
für mich auch als betrachtet, als wäre so als wäre das jetzt mein Eigentum, weil ich so dachte, der hat das jetzt so klug, was ich nie geschafft habe, dann verfilme ich das, versuche ich das wirklich, ob ich irgendeine Chance habe, das zu verfilmen. Und ich muss aber auch ehrlich gesagt sagen, dass ich da überhaupt nicht so stilsicher und klar war bei dem Film, was auch immer dabei rausgekommen ist, wie bei der Unberührbaren. Bei der Unberührbaren, obwohl ich sehr wenig Erfahrung hatte als Regisseur, haben sich die Dinge ganz fantastisch vor meinem inneren Auge dann plötzlich abgespielt und ergeben. Das war bei Elementarteilchen und beim dann einfach auch wirklich nicht so. Da wurde viel reingeredet und das war so ein, was ich auch immer nicht mag, also ganz persönlich ist, wenn man an mich so Anforderungen stellt, die mich nicht interessieren. Also wenn man zu mir sagt, du kriegst jetzt so und so viel Geld, du musst jetzt einen kommerziellen Film machen, du musst jetzt einen Publikumsfilm machen, denk dich in die Köpfe des Publikums rein. Das war mir die große Diskussion, da habe ich gesagt, du, ich kenne das Publikum, ich kenne das nicht, das Publikum, was du gerne möchtest. Wen meinst du? Meinst du meinst du jetzt die Kosmetikerin in der Fußgängerzone in Köln? Was meinst du? Und wir hatten dann immer diese Diskussion, wo ich dann gesagt habe, ich muss versuchen, von mir selber auszugehen, weil sonst weiß ich nicht, was du meinst. Dann musst du das halt schreiben und machen, wenn du es halt so genau weißt, was das Publikum ist. Ich weiß nicht, was das Publikum ist. Jeder Film findet ein neues Publikum oder wenn er ein guter Film ist oder kein Publikum. Das habe ich aber dann auch gelernt, dass ich das dann irgendwann gemerkt habe, dass mir diese Dinge nicht behagen und auch selbst, und da muss man dann einfach sagen, wenn man dann weniger Geld kriegt oder weniger Erfolg hat an der Kinokasse, okay, das ist dann halt absolut in Ordnung. Jetzt kommen wir mal zurück zu Hannelore Elsner, die ja den Film trägt tatsächlich und die, wie du sagst, zu dir gekommen ist, also du hast sie dir nicht ausgesucht. Du hattest andere Bilder im Kopf, wahrscheinlich ganz stark das Bild deiner Mutter, als du geschrieben hast. Wie hast du dann mit ihr gearbeitet? Also wenn man diese erste Szene sich nochmal ins Gedächtnis ruft, da sitzt sie mit zerzausten Haaren, saugt gierig an der Zigarette und will sich umbringen. Also das ist kein Opening, was ein großer Star sich wünschen kann. Na, sie war unglaublich fixiert auf die Rolle. Das Tolle war, ich habe sie kennengelernt durch eine Vermittlung einer angesehenen Produzentin, Elke Halt auf der Heide, die Frau von Niklas Schilling. Die hat gemeint, guck dir diese Hannelore Elsner jetzt mal an. Und dann hat die das Buch gelesen und dann war die... die hat mich sofort um den Finger gewickelt. Das hat irgendwie 2 Stunden gedauert. Und hat sie aber so unglaublich sich mit dieser ganzen Materie irgendwie selber auseinandergesetzt, was ich ja immer gut finde als Regisseur, wenn sowas passiert. Und ich habe sehr stark eigentlich vom Bild und von der Ästhetik her gearbeitet. Ich habe, weil es ja ein Schwarz-Weiß-Film war und ich habe den Schwarz-Weiß-Monitor gehabt, ich habe sie einfach so nach dem Bild inszeniert. Ich hab geguckt, wie es am tollsten aussieht und am eindrucksvollsten ist, was das tollste Bild ist von im Moment von ihr. Und dann habe ich sie spielen lassen. Das ist spannend. Du hast ihr also die Freiheit gegeben, mit der Figur zu machen, wie sie denkt, dass sie rüberkommen soll? Ja, gut, die sagen wir mal so, das wird ja auch immer unterschätzt. Also so, wenn du selber Drehbuchautor bist, die Regieanweisungen, und das ist was die Leute immer nicht kapieren, die stehen im Drehbuch. Ja. Der Schauspieler liest es und da steht's. Geh zum Spiegel, guck rein und putz dir die Zähne. Ja. Okay, dann kannst du jetzt
sehen, was macht sie jetzt da draus, wenn es ganz schrecklich ist oder dir irgendwie auffällt, dass es schlimm ist oder wenn es lahm ist, dann hast du wirklich falsch besetzt, weil es ist ganz schwer, so einem Vorgang Leben einzuhauchen, weil ich bin jetzt ja nicht der, ich bin jetzt ja leider nicht in dem Fall dafür so eine kurze Zeit der liebe Gott. Ich kann nur leben durch die Imagination des Schauspielers und kann halt vorher gucken, ob ich einen adäquaten Sparring-Partner da irgendwo quasi gefunden habe. Ich weiß, es gibt Leute, die drehen 70 Mal dann und dann, also keine Ahnung, aber... Das hast du nicht. Du hast nicht 70 Klappen geschlagen, sondern ja, zwei, hab, drei. Ja, ich habe damals schon noch mehr gearbeitet. Also heute gehe ich immer davon aus, dass heute weiß ich besser Bescheid, wie ich mit Schauspielern umgehen muss, sage ich mal. Das sind aber dann auch alles wirklich, also ich mittlerweile sind das Leute, die ich wahnsinnig gut kenne, weil ich mit ihnen sehr, sehr eng befreundet bin. So, sehr eng befreundet. Das ist dann tatsächlich vielleicht so im Idealfall das, was der Fassbinder dann sich über Jahre aufgebaut hat. Ich habe meine Leute, wo ich weiß, was da passiert mit denen irgendwie. Ne? Und das hatte ich da nicht. Also das war überhaupt nicht... Stand Fassbinder so ein bisschen Pate? Du hast vorhin gesagt, man hat so seine Regisseure, denen man nacheifert. Du hast jetzt gerade einen Film oder... Dein letzter großer Film war über Fassbinder. Ist das ein großes Vorbild gewesen für dich? Auf jeden Fall. Aber wenn ich jetzt an die Unberührbare denke, dann würde ich eher noch größer gehen und würde sagen, ich habe damals unheimlich so Bergmann auch studiert und das war so meine Bergmann-Zeit. Das ist, wenn ich jetzt ganz das. Ja, die Großaufnahme der Gesichter, da sieht man das. Ja, da sieht man das. Ja. Das ist ja auch heute so ein bisschen sehr stark verloren gegangen, dass man seine großen Vorbilder hat und sich in gewisser Weise der Ästhetik der Vorbilder, auch wenn das kann ja ruhig ein Potpourri an verschiedenen Vorbildern sein, dass man sich da irgendwo stark bedient und die zitiert. Das wurde in der glorreichen Phase von vielen Independent-Filmen früher gemacht. Man sieht es nicht mehr. Die Leute haben die Zeit nicht mehr, die halten einfach drauf mit der Kamera, die versuchen die Sache möglichst abzuwickeln, aber es wird nicht mehr wirklich, es gibt das Geld und die Zeit nicht mehr zu inszenieren. Und das hatte ich, die Zeit, so wenig Geld wir hatten, ich hatte, glaube ich, 45 Drehtage, ich konnte das in aller Ruhe inszenieren, ich konnte mir das Beste aussuchen, was ich und so weiter, das war gegeben. Als du den Film gemacht hast, war Gisela Elsner so gut wie vergessen. Also sie war nicht mehr der literarische oder das literarische Enfant terrible, was sie mal war. Der Sozialismus war gerade gestorben, also es war alles vorbei. Inzwischen gibt Christine Künzel im Berliner Verbrecherverlag die Gesamtausgabe neu heraus. Also man kann sich wieder mit ihr beschäftigen. Was hat Hannelore Elsner von Gisela Elsner gewusst, als sie die Rolle übernommen hat? Es gab so ein paar ganz signifikante Talkshows, Interviews, Filmausschnitte mit ihr. Das war das Material, mit dem sie gearbeitet hat. Also, und sie hat nicht die Werke gelesen? Ich weiß es nicht genau. Ich glaube nicht. Ich glaube, sie hat sich wirklich darauf konzentriert. Das ist ja, wie gesagt, auch das Erste, was man jetzt denken würde. Sie hat einfach versucht, den Charakter zu erfassen. Und sie hat natürlich auch so die große Melancholie und die Traurigkeit mal von meiner Mutter gesehen und hat mir das immer versucht zu vermitteln, dass meine Mutter eigentlich ein ganz toller Mensch ist und unglaublich liebenswert und alles diese Sachen, die hat mir auch viel beigebracht während des Drehs über Schauspielerei und wie man über Figuren nachdenken kann. Also die war da sehr klug auch. Würdest du so weit gehen zu sagen, dass sie tatsächlich so ein bisschen eine Brücke war zu dir, zwischen dir und deiner inzwischen ja 10 Jahre verstorbenen Mutter? Ich muss sagen, ich habe meine Mutter,
ich habe damals, man hatte immer so Erkenntnisse über die eigenen Eltern. Ich habe dann und das sind meistens keine guten. Man hat irgendwann mal so, das Schlimme ist immer, wenn man, glaube ich, sieht, dass die Eltern nicht so stark sind, wie man denkt, sondern dass sie eigentlich bedroht sind und eigentlich, also dass sie schwach sind. Ich glaube, das ist so was ganz Schlimmes. Das habe ich bei meinem Vater erlebt und das habe ich bei meiner Mutter erlebt. Dass von so einer herrschsüchtigen Attitüde, von so einer Arroganz, von so einem Gefühl, dass man zur absoluten geistigen Elite gehört, dass dann durch so einen Umstand, also einen historischen Umstand oder whatever, also es war auch, dass man dann plötzlich auf die andere Seite kippt, dass man Angst hat, dass man anfängt, sich zu rechtfertigen für das, was man macht. Das Paradebeispiel war damals, das war eine der letzten Male, als ich sie gesehen habe, da habe ich ihr dann erzählt, dass ich total begeistert bin von einem Roman, der American Psycho heißt, von Bret Easton Ellis. Und den Roman hat sie als zutiefst faschistoid und menschenverachtend abgelehnt. Sie hat gemeint, der hätte keine Moral, der Roman und so weiter und so weiter. Dabei geht es die ganze Zeit nur um Moral. Es ging nur um Moral und es ist einer, der überhaupt und das ist und dann habe ich ihr versucht zu erklären, dass der Roman eine Satire ist und dass ihre Bücher ja eigentlich auch Satiren sind, die kein gutes Haar irgendwie an der Menschheit lassen. Und dann habe ich gemerkt, dass sie eigentlich nicht mehr in der Jetztzeit, dann merkst du als Sohn, die lebt nicht mehr in der Jetztzeit. Die beschäftigt sich quasi mit den Geistern der Vergangenheit und versucht, so einer Sache nachzulaufen, die es irgendwie eigentlich schon gar nicht mehr gibt. Und davon handelt irgendwie eigentlich auch der Film, so meiner Meinung nach, dass jemand aus der Zeit fällt und nicht mehr bereit ist, oder nicht mehr in der Zeit leben kann. Aber ich glaube nicht, dass man so einen Film machen kann, wenn man noch voller Ressentiments und Wut und Verletztheit steckt. Der Film ist da für deinen Vater, für Klaus Röhler. Und er ist ein Film, der ja, mit dem du deiner Mutter sehr nahe gekommen bist. Ja, und ich merke auch, und das ist auch eine ganz merkwürdige Erfahrung, das ist ja beim Schreiben, ich habe dann noch ein paar Romane geschrieben, über die auch einen Familienroman, man merkt, dass man beim künstlerischen Schaffen, und das ist gar keine bewusste Angelegenheit, tatsächlich an so Punkte kommt, wo man ganz unterbewusst und unbewusst ganz eng connected ist mit einer Person. Das ging bei mir beim Bücherschreiben dann so weit, dass ich über die Passagen, wo ich dann über meine Mutter als junges Mädchen geschrieben habe, dass ich ständig aufgewacht bin und zu meiner Frau gesagt habe, du, ich glaube, meine Mutter hat gerade angerufen, das Telefon hat geklingelt. Und sie dann gesagt, wieso, ich habe nichts gehört, das Telefon, und ich war felsenfest überzeugt, das Telefon hätte geklingelt und meine Mutter hätte versucht, mich anzurufen. Und solche Sachen passieren komischerweise und die sind natürlich außerhalb dieses ganzen bewussten und reflexiven Bereichs, finden die wahrscheinlich in der künstlerischen Produktion statt, wenn man das Medium halbwegs doch richtig greift. Und das war vielleicht in gewissem Sinne auch da, dass mich die Arbeit am Film meiner Mutter näher gebracht hat. Eher als umgekehrt. Eher als, dass ich jetzt vorher gewusst hätte, jetzt mache ich was Nettes über meine Mutter oder so. Es hat sich bei der Arbeit irgendwie ergeben. Auch die Hilflosigkeit von ihr als Person, die dann so eine Sympathie auch auslöst, vielleicht hoffentlich beim Zuschauer. Ne? Genau. Also ich glaube, dass also für mich oder für die meisten der Zuschauer ist ja diese Hanna Flanders ist ja eine Kunstfigur. Es ist keine, sie heißt absichtlich nicht Gisela Elsner und es gibt ganz dezidierte Momente, wo man sehen kann, das ist keine 1:1 Übertragung der Wirklichkeit. Das heißt, die Kunstfigur, mit der kannst du natürlich viel freier umgehen als mit deiner leiblichen Mutter, mit der Wahrheit. Absolut. Und das war ja auch das, worein ich mich dann tatsächlich verliebt habe. Ich habe mich ja in die Kunstfigur verliebt. Es gab dann auch ganz große Enttäuschungen noch,
die ich mit meiner Mutter noch erlebt habe, obwohl sie schon irgendwie 10 Jahre tot war, weil dann so Dinge veröffentlicht wurden und auch durch die Presse, und dann wurden so Fetzen auch im Radio kamen dann und im Fernsehen kamen so Sachen raus, die mich persönlich wahnsinnig gekränkt haben, weil es so auch um meine Person ging, wie sie dann mit mir und mit ihrer Vita umgegangen ist als Mutter und so weiter. Das war sehr kränkend, und das kam dann auch nach dem Film, und das war dann nochmal so ein persönlicher, so eine persönliche Enttäuschung, weil das hatte meine Frau auch gesagt, die hat dann gemeint, du hast doch jetzt so einen tollen Film gemacht, ist doch jetzt egal, jetzt versucht es doch mal voneinander zu trennen und so. Meinst du die Geschichte, dass sie dich hat abtreiben wollen? Zum Beispiel, ja, aber das ging dann auch noch weiter. Das ging dann eigentlich auch darum, dass sie dann so einfach komplett daran gezweifelt hat, ob ich jemals ein eigenes Leben führen kann und so weiter. Also sie hat da sehr polemisiert, und ich glaube, das liegt dann auch immer so im wenn man dann sich sehr lange nicht gesehen hat und nichts miteinander zu tun hatte, dann verfällt man, glaube ich, in so eine Legende dem anderen gegenüber, die sehr abträglich sein kann. Also man versucht sich so eine, ich glaube, es ist dann immer leicht, wenn man sich dann mal sehen würde und reden würde und merken würde, der andere ist ja irgendwie ganz okay, dann würden diese Geschichten wahrscheinlich nicht passieren. Und sie war halt so eine große, sie war ja auch so eine große Exzentrikerin. Sie hat ja immer gesagt, die Frauen, die hätten sich 3000 Jahre als Gebärmaschinen missbrauchen lassen, und deswegen wird es keine weibliche Kultur weltweit geben, keine tollen Schriftsteller, keine tollen Künstler. Und sie selber hat sich dann so als Beispiel geriert, was halt genau das Gegenteil war. Sie hat das Kind abgelehnt, sie ist ihren eigenen Weg gegangen. Und das hat sie dann, und das hätte man ja aber auch normal sagen können, und sie hat es aber dann mit so einem mephistothelischen Boshaftigkeit noch vollkommen so überspitzt und zugespitzt, was sie gemacht hat. Sie wollte sich so als Anti-Heldin, was das angeht, auch darstellen. Ich will mal einen Satz zitieren, den ich gefunden habe, den sie als scharfe Kapitalismuskritikerin gesagt hat über Wirtschaftsmenschen: Diese rechtschaffenden Heuchler, diese fetten, behäbigen, unbequemen Wohlleber, dieses elende Pack. So hat sie gesprochen, und da kann man Sanftmutter nicht mehr erwarten. Nee, und sie war halt auch, das muss man halt dazu sagen, sie war eigentlich, der Fassbinder hätte wahrscheinlich so eine Drogengeschichte draus gemacht wie die Veronika Voss. Sie war natürlich hochgradig tablettensüchtig, und sie war natürlich eine Süchtige. Also Raucherin ohne Ende. Raucherin ohne Ende, aber das Rauchen, okay, aber die anderen Sachen waren natürlich, sagen wir mal, viel schlimmer. Wenn du dann deinen Konsum nicht mehr unter Kontrolle hast, dann kommst du natürlich in die Bar auch wirklich sehr, also war wirklich am Rande. Ne, sie war ja auch so ein bisschen zerrissen zwischen ihrer eigenen bürgerlichen Herkunft und der Ablehnung alles Bürgerlichen. Sie hatte ja gar keine Position für sich selbst. Ja, sie hat so ein Doppelleben geführt. Sie hat sich finanzieren lassen von ihrem Vater eigentlich, nachdem die Mutter nicht mehr da war. Wenn die sich neue Klamotten kaufen wollte, hat sie gesagt, die Waschmaschine ist kaputt. Und so hat der Vater Geld überwiesen, und dann hat sie sich Sachen gekauft. Er hat das irgendwie, ich glaube, der dieses familiäre Elend, was in unserer Familie sich auf die Töchter übertragen hat, auch stellvertretend als Schuld, also hat sich stellvertretend schuldig gefühlt und hat unheimlich viel Geld dann immer so an alle bezahlt. Das ist dann symbolisiert im Film in diesem Dior-Mantel. Ja, genau. Ja. Sie war ja überzeugte Sozialistin, war Mitglied in der DKP und war sogar im Vorstand. Also sie war also doch auch ein politisch aktiver Mensch. Oder war Politik für sie Teil eines ästhetischen Prozesses? Ich glaube, ich bilde mir ein, dass
sie ist sehr früh, also sie hat ein merkwürdiges, wenn man sich das, sie hat ein merkwürdiges Psychogramm. Sie ist nach ihrem ersten großen Erfolg, die Riesenzwerge, das war, da war sie Anfang 20, wurde sie berühmt. Dann ist sie als junge Frau nach London gegangen, hat die Bundesrepublik hinter sich gelassen, weil sie dachte, das ist viel zu spießig da. Dann musste sie nach ungefähr 8 Jahren wieder zurück. Und nach einer gescheiterten Ehe in Hamburg ist sie in München gelandet. Und letztlich war sie dann als Schriftstellerin nicht mehr en vogue in Deutschland. Und die einzigen, die tatsächlich ihre Bücher wirklich gelobt, gedruckt, besprochen, wo man sie gefeiert hatte, das war die DDR. Und dann auch tatsächlich dann auch noch, die sind dann als einzige Sprache, wo sie noch übersetzt wurde, war Russisch. Das heißt, sie ist nach Moskau gefahren und davon hat sie dann auch immer erzählt, wie toll das war. Da hat sie den General kennengelernt, der hat die ganze Nacht mit ihr dann Polka getanzt und da waren riesige Ballsäle und das war für sie so ungefähr der Kommunismus. Und als sie dann so in Ost-Berlin tatsächlich ankam und dann hat sie gedacht, ah, jetzt suche ich mir eine Wohnung und dann hat sie im Westen irgendwie erstmal nichts gefunden, dann ist sie dann so nach Ost-Berlin und das war so der Ultra-Horror für sie und das war dann aber, das war ja eigentlich auch der Kommunismus und das war für sie der absolute Albtraum. Die Plattenbauten und das war alles unvorstellbar für so eine luxusverwöhnte Frau aus München dann so und dann hat man ihr versucht zu erzählen, dass das ja so die Realität wäre, dass da jetzt 2 Millionen Menschen da irgendwie wohnen würden, wo sie es so total hässlich findet und dann weiß ich auch nicht, wie sie damit umgegangen ist, weil mit dieser ganzen Selbstlüge und also das ist ja eine unglaubliche Lebenslüge, die sie da irgendwo am Ende gelebt hat. Das war, hatte mit der Realität nichts zu tun. Und sie hat auch eigentlich dadurch, dass sie über niemanden mehr, dass sie niemanden mehr gut fand oder gut, sie hatte ja dann noch Angebote, Freundschaftsangebote von anderen Schriftstellern. Das hat sie dann in den Büchern zum Teil, hat sie die Leute so, sie hatte so einen ganz scharfen Blick für alles, was lächerlich, korrupt, also für die gesamten Negativismen, die den Menschen ausmachen. Da war sie total scharf. Aber sie hat nie so mal versucht zu sehen, ob da, sie hat das nicht das Gute gesehen. Ja? Ich weiß jetzt nicht, ob man dann jemanden so, ob man jetzt sagen kann, das ist jetzt ein böser Mensch oder so. Wahrscheinlich, das ist ja so ein Begriff, der so auch völlig ein Klischee ist, weil das hat ja alles seine Ursachen. Aber er hat eigentlich immer nur die Schwächen irgendwie gesehen. Ja, und das war dann halt auch, hat ihr dann am Ende so die totale Einsamkeit einfach auch beschert. Ne? Damit muss man dann als Kind oder als Sohn oder so natürlich auch leben mit so einer Mutter, und das hat das dann natürlich auch der Teil des eigenen Versagens oder des eigenen Scheiterns oder der Angst des Scheiterns, die man dann immer so vor Augen hat. Ne? Wenn man so einen Film sieht. Du hast ja bis zu ihrem Tod. Sie war, letzter Satz, sie war eigentlich, wenn man das so sieht, als sie dann nach München zurückkam, wenn man nicht tatsächlich noch versucht hat, von allen Seiten ihr irgendwie zu helfen, sie war auf der Straße. Sie wäre auf der Straße gewesen. Dieser Selbstmord am Schluss, das ist deine Vorstellung oder gab es da Zeugen? Ist es so lapidar passiert, wie es im Film dargestellt wird? Nein, und zwar habe ich das war vielleicht, also nein, ist es nicht. Es war eigentlich im Grunde viel krasser, als ich es dargestellt habe. Das muss ich auch sagen, das habe ich aber auch erst später wirklich realisiert. Man hat sie da in München auf einen kalten Entzug gesetzt. Also der erste Horror war, dass man hat sie völlig hilflos in ihrer Wohnung gefunden. Die war voll mit Tabletten und Alkohol. Dann hat man sie in ein Krankenhaus gebracht und dieses Krankenhaus wurde von Nonnen. Das war ein katholisches Krankenhaus, wo die zum Teil noch so eine Nonnentracht trugen. Und sie ging in so eine Nonnenschule als Kind und das war der größte Albtraum für sie. Das heißt, als sie dann irgendwann aufgewacht ist, war die da mitten mit diesen Nonnendingern und der Arzt, der hat
sämtliche Medikamente und das Nikotin auf null. Das ist ein kalter Entzug. Das ist eigentlich Mord. Das ist fahrlässige Tötung. Das war mir in dem Film nicht so bewusst. Würde ich die Geschichte wahrscheinlich tatsächlich irgendwie auch nochmal anders erzählen. Weil ich auch finde, was der Film, man kann jetzt ja nicht alles bedienen, aber die Kontroverse, die sie als Schriftstellerin quasi mit der bürgerlichen Gesellschaft in der Bundesrepublik geführt hat, die kommt ja gar nicht vor. Die finde ich interessant als Thema, wenn man eine Schriftstellerin beschreibt. Und deswegen würde ich den Film heute auch irgendwie in gewisser Weise anders machen, weil ich finde dann manchmal war, so toll wie er ist, habe ich eine andere Sicht auf die Dinge, die vielleicht weniger naiv ist. Es gibt ja noch die Möglichkeit, ein bisschen größeren Zeitraum zu erzählen von dieser Figur Gisela Elsner. Warum nicht? Ja, also ich glaube, das Thema ist wirklich abgehandelt. Aber aber wie gesagt, also diese Art, wie sie dann am Ende in dieser Klinik gelandet ist, das war schon sehr, sehr unschön und sehr. Also ich hätte das auch, wenn das jetzt nicht alles so lange verjährt wäre, wäre ich damals schlauer gewesen, als ich das gekriegt hätte, hätte ich da schon nochmal nachgebohrt, was das jetzt war, ehrlich gesagt. Weil, Kommen wir nochmal zu Hannelore Elsner zurück. Du hast dann in der Folge von Die Unberührbare, Suck My Dick 2002 und Fahr zur Hölle, Schwester, nochmal zwei Filme mit ihr gemacht. Ja. Da spielt sie unterschiedlich große Rollen. Bei Suck My Dick ist sie eigentlich quasi nur eine Sprechstundenhilfe. Ein Kritiker hat mal geschrieben, dass die Selbstausbeutung, ich finde es jetzt gerade nicht, die Selbstausbeutung der Schauspieler Suck My Dick zu dem großen Erfolg gemacht hätten, die er war. Galt das auch für Hannelore? Das ist eine Dr. Jekyll und Mr. Hyde-Geschichte. Ja, ach nee, also... Nö, es ist dann auch immer so schwer für die dann so eine. Man kann mit jemandem, glaube ich, nur einmal so einen Film machen. So. Das habe ich dann auch gemerkt. Das ist einmal möglich. Also, ich bin jetzt nicht jemand, der die dann unbegrenzt einsetzen würde, so einfach bloß, weil ich sie jetzt kenne. Es gab ja so viele Schauspieler, wir haben heute, glaube ich, kurz beim Abendessen drüber geredet, wie mit Margit Carstensen oder Rosel Zech oder wer auch immer da noch wahnsinnig toll war an deutschen Schauspielern. Ne? Ich glaube, das war so ein glücklicher Zufall, auch sehr für sie, weil man immer sagt, also war sehr gut für sie, die Rolle zu spielen. Es gab auch andere, die Rollen hätte spielen können, sage ich jetzt mal. Ne? Das Los ist auf sie gefallen. Aber ich fand das schon ganz interessant, weil wenn man diesen Film Fahrt zur Hölle, Schwester sieht, der ja vielfach konnotiert ist, also er basiert so ein bisschen auf diesem amerikanischen Film Whatever Happened to Baby Jane, der damals von Bette Davis und Joan Crawford gespielt wurde. Du besetzt Iris Berben und Hannelore Elsner, also zwei absolute Stars des deutschen Fernseh- und Kinos, die auch so ein bisschen antagonistisch waren. Heute war Iris Berben da bei der Einweihung des Platzes und hat sehr versöhnlich sich gegeben, aber es gab mal eine Zeit, da waren die beiden sich überhaupt nicht grün. War das so ein bisschen die Anspielungsebene, dass du gedacht hast, okay, wenn ich einen Film mache, der vorher von Bette Davis und Joan Crawford gedreht wurde, dann muss ich irgendwie adäquate Figuren finden? Auf jeden Fall. Also da hat es nochmal wahnsinnig viel Spaß gemacht. Also da muss ich schon auch sagen. Wobei ich auch... wie soll ich sagen, ich meine, Bette Davis ist nicht wirklich leicht zu toppen, ne? Ich glaube, da muss man schon auch nochmal doppelt und dreifach aufmerksam sein, wen man da besetzt. Aber man macht die Sachen halt auch so, es gibt so Filme, die schüttelst du halt so aus dem Ärmel und das finde ich auch total gut. Und dann überlegst du jetzt nicht so ganz lange, sondern denkst halt einfach, ja, dann lasse ich die beiden das jetzt spielen. Also ich würde jetzt nicht weiter in dieses Thema einsteigen wollen, weil das ist... ein Wunderpunkt von mir, weil ich immer glaube, es ist so ganz schwer hier in Deutschland
eine Idealbesetzung zu finden und auch überhaupt total schwer, einen Film wirklich richtig zu besetzen, weil es gibt immer welche, die es bestimmt besser gemacht hätten. Und wenn du anfängst, einen Film vorzubereiten und dann überlegst, wer soll das spielen, dann ist das so ein unglaublich weites Feld. Also wenn ich heute ich wüsste jetzt eine Schauspielerin in Deutschland, wo ich jetzt sagen könnte, mit der würde ich so einen Film nochmal durchziehen. Und das wäre es dann aber auch. Hast du das Gefühl, dass du mit Die Unberührbare tatsächlich der Karriere von Hannelore Elsner nochmal eine ganz andere Richtung und nochmal einen neuen Schub gegeben hast? Auf jeden Fall, ja. Ich kann mir total dankbar sein. Ja, das ist tatsächlich, wenn man nämlich sich anguckt, was sie vorher gemacht hat, Bitte lass die Blumen leben, nach Johannes Mario Simmel oder Kai Rabe gegen den Vatikankiller. Danach macht sie Mein letzter Film mit Oliver Hirschspiegel, wo sie alleine mit der Kamera sozusagen ein Divenleben ausbreitet. Oder Rot und Blau, Rudolf Thomé macht dann 4, 5 Filme, macht Kirschblüten Hanami mit Doris Dörrie. Also wird wirklich noch mal eine andere Figur. Ja, gut, da hat sie dann, wie gesagt, also... Sie hat dafür gesorgt, dass es heute keinen Platzregen gab. Ich öffne das jetzt mal für Sie. Sie können gerne mal Ihre Fragen stellen, wenn Sie welche haben. Ich denke, Sie haben welche. Fassen Sie sich ein Herz und winken Sie dem jungen Mann in Blau, der bringt Ihnen das Mikrofon. Das ist jetzt einmal quer durch den Saal. Nein, lass mal. Du brauchst das noch. Du musst ja antworten. Ich habe mich das die ganze Zeit gefragt und vielleicht ist das auch gar nicht wichtig oder vielleicht haben Sie auch gar keine Antwort darauf. Okay, danke. Und zwar, lag dem eine bestimmte Idee zugrunde oder wer hatte die Idee und gab es eine bestimmte psychologische oder ästhetische Vorstellung, warum sie sich am Ende so aus dem Fenster hat fallen lassen, wie sie gefallen ist? Weil ich fand dieses Fallen lassen irgendwie ungewöhnlich und ich glaube, nicht jeder Mensch hätte sich so auf diese Art fallen lassen. Ja, sie hat so eine Art Embryo-Stellung da oben eingenommen. Ja, das hatten wir uns dann so ausgedacht. Ich weiß jetzt nicht, also ich habe das jetzt nicht so sehr, also ich würde das jetzt nicht so sehr ins Gewicht fallen lassen, sage ich mal. Da gibt es jetzt viele Sachen, die ich dazu sagen könnte. Unter anderem die, dass es technisch eigentlich gar nicht anders möglich war, ohne das jetzt lange erklären zu wollen. Sie fällt, ja, ich, das aber irgendwie ist es keine, das ist eigentlich keine schlechte Frage, weil ich habe dann auch gedacht, ob das zu am Ende zu wenig realistisch oder zu idealist, also das ist ja so eine, hat ja sowas Überhöhtes. Und ich hätte es vielleicht sogar echt anders gemacht. Also heute hätte ich es garantiert anders gemacht. Aber es war technisch nicht anders möglich. Soll ich es erklären, warum? Normalerweise würde jemand ja so aus dem Fenster springen, er würde sich drüber lehnen und würde rausspringen. Ich habe jetzt gedacht, dass man sich so draufsetzt und fallen lässt mit den Füßen zuerst, weil das nicht so weh tut, hätte ich gedacht. Ja, gut, aber das ist ja gut, bei der Höhe weißt du nicht, wie du aufkommst. Ne? Aber du hast ja, also eigentlich wäre das für mich die Möglichkeit heute gewesen, so einen Sprung in die Realität zu zeigen. Das heißt, du bist mit der Kamera noch drin in dem Raum und in dem Moment, wo sie rausspringt, gehst du mit der Kamera praktisch fast schon nach vorn auf die Straße. Also du siehst das, wie tief sie da fällt und so weiter. Das würde ich jetzt heute interessant finden. Das war aus technischen Gründen nicht machbar, weil du musst dann, um es mal ganz präzise, wie beschissen blöd so Filme machen ist, du musst dann einen Meter drunter irgendwie so eine Art Bett installieren auf einem Gerüst oder so weiter und dann fällt die dann rein. Und um das dann noch weiter auszudehnen und ohne und dies und das, hätte unsere Kapazitäten weit überstiegen, sozusagen.
Schön. Aber interessant doch, wie ein so banaler Grund zu so einer starken Szene führt. Ja, das beweist ja, dass du eigentlich Filme nie wirklich bis ins letzte Detail, also zumindest nicht in meiner Situation, vorausplanen kannst. Und das beweist ja auch, dass du ganz oft Dinge in dem Moment, die du eigentlich ganz anders geplant hast, dann nochmal umstellst und anders machst. Manchmal aus Gründen des Zwangs. Also ich hatte der letzte Film, der Fassbinder-Film beispielsweise, dass der in den Kulissen spielte, war eine tolle Idee. Die ist mir dann plötzlich eingefallen. Ich habe gedacht, das ist toll. Keiner glaubt an den Film, jeder glaubt, das wird eine totale Scheiße irgendwo, da ist kein Geld da, das ist ein totaler Mist. Habe ich gesagt, gut, dann leckt mich am Arsch irgendwo, dann besetze ich die Leute jetzt, die ich will, und die sind dann schon 30 Jahre zu alt für einen Fassbinder, und ich lasse jetzt von irgendwelchen Kölner Sprayern jetzt Kulissen malen. Und das war für mich so eine revolutionäre Idee auch, wo sich für mich dann der Film nochmal neu entzündet hat. Der hätte ein ganz lahmer Film werden können, hätte ich den jetzt mit jemandem besetzt, der in dem richtigen Alter ist, wie man mir immer empfohlen hat, und hätte ich den so gedreht, wie der ursprünglich hätte gedreht werden sollen, mit immens viel Geld und so weiter, was wir ja alles nicht gekriegt haben. Wir hatten ja nicht mal ein Drittel von dem Geld, was er ursprünglich gekostet hat. Und dann bist du natürlich, und dann entstehen ganz neue Sachen, und du musst halt auch, und das ist mein Motto in den letzten Jahren immer gewesen, weil ich auch immer gemerkt habe, wie ambitionierter ich früher war, desto schlechter sind die Filme geworden. Es ist immer gut gewesen, wenn ich vorher dastand und gesagt habe, okay, das kann jetzt sein, dass das ein totaler Scheißfilm wird. So. Und wenn du damit dann antrittst, dass du sagst, kann jetzt totaler Mist werden, dann kann das gut werden. Ja, das ist wirklich so, wenn du so ganz ambitioniert und an diese Sachen immer rangehst. Ich kenne so viele von meinen Kollegen auch, die dann immer denken, sie müssten jetzt das Allerbeste draus machen. Sie wissen gar nicht, wie. Sie machen es dann ganz sauber, sorgfältig, ganz so, wie man es halt kleinen Händchen sich vorstellt. Das ist total langweilig. Das Einzige, was interessant ist am Filmemachen, ist dieser anarchische Moment, wo irgendwas komplett kippen kann und wo du die Chance hast, entweder was irgendwie genial zu sein manchmal mit deinen Schauspielern oder halt dann halt ganz schlecht. Und wenn es ganz schlecht ist, okay, was ist dann? Das ist ja nichts Schlimmes, ist halt dann ganz schlecht, dann ist er halt schlecht. Hast du noch nicht geschafft, einen ganz schlechten Film zu machen. Ja. Noch weitere Fragen, bitte. Dann warten Sie auf das Mikro. Wie sind Sie auf diese Idee gekommen mit der zweiten Hauptrolle, dieser überdimensionalen Perücke? Das ist das Originalkostüm meiner Mutter. Wirklich? Ja, also wenn Sie im Internet unter Gisela Elsner gucken, werden Sie genau das finden. Haargenau, 1:1. Das ist so aus den 60s, noch hat die 20er, hat eigentlich immer den gleichen Stil bewahrt und hat dann, natürlich war das dann Anfang der 90er, ist niemand mehr so rumgelaufen. Das war diese, wie hieß die Französin, die tolle, wo sich alle Frauen damals ein Vorbild genommen haben. Nicht Simone de Beauvoir, Juliette Gréco, genau. Richtig, Juliette Gréco. Und das wurde dann noch so ein bisschen durch London, Carnaby Street noch, ein bisschen doller noch gemacht und so. Und ja, genau. Auch die alles, so der ganze Cleopatra-Look, die Lied, das war original. Dankeschön. Da oben war noch eine Frage. Ja, erstmal vielen Dank für dieses unglaubliche Machwerk. Ich bin sehr bewegt und beeindruckt. Und was mich beschäftigt, sind drei Dinge. Das eine, ob Sie Ihre Großmutter, also die Mutter Ihrer Mutter, kennengelernt haben. Ob Sie versucht haben, mit der Schauspielerin, die Sie da darstellt, in dieser tollen Villa, dem zu entsprechen, diesem Erscheinungsbild.
Denn es gibt wirklich Begegnungen, wo ich zu der Freundin oder dem Freund sage, mit so einer Mutter würde ich mich umbringen. Habe ich auch schon gemacht, also gesagt. Ich finde es unglaublich, dass man kann nicht normal bleiben mit so einer eiskalten Mutter, mit so einer Schlange, die im Grunde genommen eifersüchtig ist auf die eigene Brut. Das ist der absolute Wahnsinn. Und das steht trotzdem wie eine Frage auch an Sie. Und das Zweite, ob nicht diese Mischung von Suchtmitteln zu einer Art psychotischen Dispositionen geführt haben könnten. Denn was ja so auffällt, ist, einerseits ist sie Sozialistin oder schreibt auch mit Inhalten oder zu Inhalten sozialistischer Nuancierung, läuft aber rum wie eine Diva. Und das finde ich so unglaublich, das ist ja ein Spagat. Also allein beim Zugucken zerreißt es mich da förmlich. Ja, und dann kann ich aus dieser Erfahrung Nonnenerlebnis, da ist man fürs Leben traumatisiert, denke ich. Und das war sie auch. Ja, ich glaube, das war's. Naja, die Großmutter ist natürlich eine ganz entscheidende Figur, wie Sie sagen. Und ich merke das jetzt, nachdem ich jetzt lange Zeit nicht mehr sowas gemacht habe. Ich verfilme jetzt einen Roman meiner Mutter und der handelt davon, wie die kleine Schwester praktisch im Elternhaus kaputt gemacht wird, zerstört wird. Der Hintergrund ist quasi auch aus der fränkischen Provinz, also so quasi die Urgeschichte ist die fränkische Provinz. Und die Mutter versucht, ihre Töchter auf dem Nürnberger Heiratsmarkt meistbietend sozusagen zu verkaufen. Und das habe ich in meiner Kindheit noch mitgekriegt, also mit meiner Mutter nicht mehr, aber mit der Schwester, die 12 Jahre jünger war und meine Tante war, damals im besten heiratsfähigen Alter mit Anfang 20. Und da haben sich Dramen abgespielt, die kann man sich nicht vorstellen. Das war von ein Klima geistiger und physischer Unterdrückung und erzreaktionär und der Terror pur. Das führte dann zum Teil zu so einer passiven Aggressivität von der Tochter, die dann anfing, wenn die Mutter sie beschimpft hat und ihr gesagt hat, was für eine Totalversagerin sie ist, dass sie sich dann vor den Augen der Eltern im Weinkeller eine Flasche Wodka reingezogen hat und dann ohnmächtig zusammengebrochen ist. Und 2 Wochen später lagen dann irgendwie so leere Tablettenröllchen mit schweren Schlaftabletten vor der Schlafzimmertür. Dann wurde die Tür eingetreten, dann kamen die Rettungssanitäter. Dann platzte eine große Verlobung. Also der Nukleus dieser schlimmen Auseinandersetzung war, dass sie nicht imstande war, diesen Traummann, den die Mutter für sie ausgesucht hat, tatsächlich so zu befriedigen, irgendwie in jeder Hinsicht, dass sie dann tatsächlich in der höheren Gesellschaft Fuß gefasst hat. Also man kann sich es überhaupt nicht vorstellen. Ich schreibe das gerade auf und ich habe einen großen Spaß dabei, weil das einfach ganz große Oper ist. Und man merkt halt auch, dass sogar die Mutter, also meine Mutter, die hat das gleiche Prozedere durchgemacht. Die hat dann so den ärmsten Mann geheiratet, den sie je getroffen hat. Das war mein Vater. Mit dem musste sie flüchten. Die sind dann von der Polizei gesucht worden. Und
meine Mutter hat dann immer bei den reichen Verehrern, mit denen sie sich treffen musste, wenn die sie küssen wollten, hat sie irgendwas schon im Mund gehabt, hat dann angefangen zu kotzen und hat dann gesagt, sie ist Polemikerin und so. Und dann haben die sich nicht mehr gemeldet. Dann ist meine Mutter ja auch abgehauen. Die war ja sehr, sehr stark als junge Frau. Aber sie hat es halt trotzdem irgendwo nicht geschafft. Sie hat es trotzdem irgendwo nicht geschafft, trotz aller Befreiungsversuche, trotz allem Unabhängigkeit. Man hat ihr so viel Steine in den Weg gelegt. Man hat sie so diskriminiert, auch innerhalb der Familie. Man hat sie immer als komplette Außenseiterin degradiert und dass ich glaube, dass ein Großteil ihres Lebens mit diesen Kämpfen und mit so einer Zermürbung auch einhergegangen ist. Auch die Tatsache, keine Kinder zu wollen, und das dann so an die große Glocke zu hängen, wie toll das ist, das Kind abzutreiben durch Alkohol und so. Das war so eine Exzentrik, die war natürlich hilflos auch. Die war ganz hilflos, aber das war natürlich sowas, was sie sich so dann auf die Fahnen geschrieben hat. Ich bin jetzt dieses Teufelsweib und mache alle diese krassen Bürgerschreck-Sachen, die normalen Bürger nicht wollen. Aber dadurch ist sie natürlich auch in so eine totale Sackgasse reingeraten irgendwann. Ne? Ist da ja auch nicht mehr rausgekommen. Man kann die Menschen ja auch als normale Menschen sehen. Muss ja nicht jeden hassen jetzt, der einem über den Weg läuft oder einmal auf eine Tasse Kaffee einlädt. Ne? Aber das hat sie irgendwie aus sich auch noch nicht rausgekriegt. Nochmal, wie der Roman heißt, den du verfilmst? Abseits. Wir müssen gleich diesen Raum verlassen, weil es hier eine weitere Vorführung gibt. Eine Frage können wir noch, wenn sie ein bisschen kürzer ist. Es gab dann noch Wortmeldungen. Wenn Sie gerne wollen, hat sich erledigt. Wunderbar. Dann danke ich Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Schauen Sie die Filme von Oskar Röhler. Es gibt noch viele. Kommen Sie gut nach Hause und haben Sie ein schönes Wochenende. Ciao.